Dobran, guten Tag, Dame Gospodini, meine Damen und Herren. Danas u okviru 450 Hrvati i Hrvatice na Umsiru nastavljamo s virtualnim predavanjem s profesorom, emeritiranim profesorom slavistike Gerhardom Nedeklovskijem. To je nastavak toga što nam je Radoslav Janković pred par tjedan povidao o doseljenju Hrvatov u ovu regiju, ali i daleko prik austrijske granice u Slovačkoj i Češkoj. Gerhard Nedeklovski wird uns heute erzählen über die Siedlungsgeschichte aufgrund der Dialektologie des heutigen Burgenlandes, woher die kroatischen Dialekte und Sprachen kommen, wo sie in der alten Heimat anzusiedeln sind und wie sie sich hier im heutigen Burgenland, aber auch in den angrenzenden Gebieten weit entwickelt haben. Naravno, je profesor Nedeklovski se posebno osvrnuti i na hrvatske dijalekte na Poljanci i ovdje na Hati kod nas, dakle ovdje i u Novom Selu i okolišnji kraj. Meine sehr verehrten Damen und Herren, poštovane dame i gospodo, der Titel meines heutigen Vortrages lautet Der kroatische Dialekt des nördlichen Burgenlandes. Der Vortrag beschreibt die Einwanderung, das Territorium und die Sprache der Kroaten des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete in Ungarn und der Slowakei, wobei wir uns auf die Sprache der Kroaten des nördlichen Burgenlandes, der Háci und Poljanci, konzentrieren wollen. Wir vergleichen sie mit der Sprache der Kroaten des südlichen Burgenlandes und schließlich werden wir versuchen, die Herkunft der Kroaten aufgrund der sprachlichen Daten zu rekonstruieren. U ovom predavanju govorit ćemo o jeziku hrvatskih naselja u Gradišću, o povijesnim činiocima, zatim o jeziku, pri čemu se koncentriramo na hrvatske govore sjevernog Gradišća, na jezik Hataca i Poljanaca u Kotarima Nijuzalj, Željezno i Matrštof. Uporedit ćemo ga sa jezikom južnog Gradišća i na kraju ćemo izvesti neke zaključke o staroj postojbini gradišćanskih Hrvata. Woher kommen die Kroaten? Die Kroaten sind Nachfahren der Kroaten, die im 16. Jahrhundert vor den Osmanen geflüchtet sind. Wenn wir uns das Gebiet anschauen, das im 14. Jahrhundert das Osmanische Reich bildete, so war das noch sehr klein. Sie saßen aber schon an den Meerengen Bosporus und Dardanellen fest, gründeten ihre Hauptstadt in Adrianopel in Edirne und eroberten bald Bulgarien, Makedonien, Griechenland, Albanien, Serbien und Bosnien und setzten ihre Eroberungen unter dem bedeutendsten türkischen Sultan Süleyman dem Prächtigen im 16. Jahrhundert fort. Das sind diese Gebiete, die auf der Karte gelb eingezeichnet sind, Ungarn, Siebenbürgen, die Moldau und Bessarabien. Die Kroaten flohen also vor den Türken, aber es mussten auch gewisse Voraussetzungen gegeben sein, nämlich das Land war bereit für die Aufnahme von neuen Siedlungen und neuen Siedlern, denn durch die Pest, durch kriegerische Ereignisse waren weite Landstriche des Burgenlandes verödet und nicht zuletzt hatten die ungarischen
Magnaten die Möglichkeit, von ihren Besitzungen in Kroatien Untertanen auf ihre Besitzungen in Westungarn umzusiedeln. Auf dem rechten Bild sehen wir den türkischen Sultan Süleyman den Prächtigen, der 1520 zu regieren begonnen hat. Sein Gegenspieler war der österreichische Erzherzog Ferdinand, König von Böhmen und damals schon König von Ungarn, der 1530 nach der Belagerung Wiens eine Gesandtschaft zum türkischen Sultan geschickt hat, um einen Friedensvertrag mit den Türken auszuhandeln. Darüber hat der Slowene Benedikt Kuripecic berichtet, der ein Buch geschrieben hat, die Botschaftsreise zu dem türkischen Kaiser Suleiman nach Konstantinopel im Jahre 1530. Mit Holzschnitten versehen, und hier sehen wir auf dem linken Bild die beiden Gesandten, das ist für uns auch interessant. Der eine war Josef Lamberg und der zweite war Nikola Jurišić. Das Bild stellt die Visiere dar. Es gab vier Visiere und ich gehe davon aus, dass der Mann auf dem Thron hier nicht der türkische Sultan ist, sondern der Großvezier. Es gab ja vier Visiere und die drei anderen Visiere sind hier. Wir sehen hier eine Völkerkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie aus dem Jahr 1911. Ich habe in sie schematisch eingezeichnet die Herkunftsgebiete der Burgenländer Kroaten in Kroatien, Bosnien und Slawonien, und von hier begaben sich die Kroaten nach Norden in das damalige Westungarn und nach Niederösterreich, so wie wir das hier schematisch sehen. Das Gebiet, das die Kroaten besiedelt haben, sah um 1600 etwa so aus. Das ist dem Buch von Josef Breu entnommen, die Kroatensiedlung im Burgenland, Wien 1970. Wir sehen also diese Gebiete. Die kroatische Bevölkerung ist hier blau eingezeichnet. Das Gelbe sind die Ungarn und das Grüne sind die Slowaken und Tschechen. Wir sehen, dass hier in Niederösterreich im Marchfeld entlang der March und in einigen anderen Gebieten es zahlreiche kroatische Einsiedlungen gab. Auf dem rechten Bild finden wir die Bevölkerungsverhältnisse von 1930. Sie sehen, dass das kroatische Volkstum in der Zwischenzeit zurückgegangen ist, und heute sind diese Gebiete sicher noch etwas kleiner geworden. Schauen wir uns jetzt die kroatischen Gruppen an, von denen wir sprechen. Das ist eine Karte des Burgenlandes. Wir sehen hier Wien, hier ist Bratislava, Pressburg, und die kroatischen Gruppen von Dialekten von kroatischen Dörfern sind folgende. Horvatski Grob, das ist Hrvatski Grob, das alleine steht und mit keinem anderen Dialekt näher verwandt ist. Dann kommt die Gruppe der Hazi von Djevinska Nova Ves, kroatisch Novo Selo, über die
Dörfer südlich von Bratislava und auch in Ungarn, sowie die Dörfer der Háci, vor allem Neudorf und Parndorf. Dann kommt die Gruppe der Poljanci, das ist diese Gruppe, in den Bezirken Eisenstadt und Mattersburg. Südlich des Neusiedlersees finden sich zwei kaikavische Ortschaften, Hidegség und Fertehomok. Weiters im Bezirk Oberpullendorf und in den angrenzenden Gebieten in Ungarn leben die Dolinci. Dann haben wir noch eine Ortschaft, nämlich Weingraben, die isoliert dasteht, die auch einen tschakabischen Dialekt spricht, aber doch ziemlich verschieden ist. Und weiter im Süden die Gruppe der Vlachi, das sind die einzigen stokavischen Dörfer im Bezirk Oberwart. An diese schließen sich die Dörfer, die wir als Stoji bezeichnen, die zwar auch Sto sprechen und nicht Cha, aber ansonsten, das ist ein einziges Wort, Sto oder Cha. Sie sind andererseits durch eine große Zahl von tschakawischen Merkmalen charakterisiert. Schließlich folgt die Gruppe der südlichen Tschakawa im Bezirk Güssing, das ist vor allem Stinnatz und einige andere Dörfer, auch Neuberg, Novagora und Güttenbach, Binkowatz zähle ich zu ihnen. Nun fragen wir uns, was heißt tschakawisch? Was sind die tschakawischen Merkmale? Da ist einmal das Fragepronomen tscha, was? Und seine Verbindungen wie sach, warum, natsch, auf was, watsch, in was und so weiter. Im Vokalismus unterscheiden wir lange und kurze Vokale, wobei bei den mittleren Vokalen E und O charakteristisch ist, dass sie meistens diphthongiert werden in bestimmten Positionen, die man natürlich beschreiben kann. E zu ihr, O zu ur. Biert, Burg und so weiter. Drittens, der freie musikalische Akzent mit freier Quantität. Das heißt, der Wortakzent kann auf jeder Silbe des Wortes ruhen, auf langen betonten Silben kann der Akzent steigend oder fallend sein. In der letzten Silbe gibt es nur fallende Akzente. Beispiele sehen Sie hier. Ditelina, Divoika, Lipa, Adjektiv, Lipa, das Feminin unbestimmt gegen bestimmt und Lipa, die Linde. Oder solche Gegensätze wie Tanak, Tanki, weiters Ljudstvur, Smetjir, Razumim und so weiter. Viertens, der urslawische Vokal Jat, so, im Altkirchenslawischen wird er so geschrieben. Das war ein eigenes Vokalphonem der vorderen Reihe, also der E-Reihe, das sich vom gewöhnlichen E unterschieden hat. Es war immer lang und es ist in den
heutigen slawischen Standardsprachen nicht bewahrt, sondern es ist immer mit anderen Vokalen ausgeglichen worden. In der kroatischen Schriftsprache haben wir in langen Silben ije, in kurzen je. Zum Beispiel diete, aber djeca. Nun, in den tschakawischen Dialekten gibt es zwei Dialekte, die für uns von Bedeutung sind. Das ist erstens der ikawisch-ekawische Dialekt. Hier geht das Jat in bestimmten Positionen in I über, in anderen in E. Also mit I finden wir etwa Lieb, Sritja, Divojka, Mliko, Človik, Dica, Bilit, aber mit E Bio, Weiß, Bliert, Vianac, Lieto, Tielo, Dielat, Dielo und so weiter. In den ikawischen Dialekten haben wir in allen Positionen I, auch Vinac, Lito, Tilo, Dilo und so weiter. Nun, weitere vokalische Merkmale sind folgende. Erstens die Dehnung kurzer geschlossener Silben. Schriftsprache, kroatische Standardsprache, Brat, Burgenland, Brat. Oder Misch, im Burgenland, Misch. Dann das silbische R, Prvi, Kurt und so weiter. Ferner das A in Beispielen wie Kadi oder auch Kai, Malin, Zmanom, Samem. Dann der urslawische Nasal Ä ist A zu A geworden im Wort Jaja, Jajan, aber Schirtva, Poschirto und so weiter. Weit verbreitet ist auch das E im Wort Riabat und das Jat wird zu Ja im Wort Gniazdo. Dann in den Dialekten der Hazi und Poljansi ist es zu Akzentverschiebungen gekommen. Der Akzent wird von der letzten Silbe zurückgezogen. Ist der neu betonte Vokal lang, erhält er fallende Betonung. Also das alte Noga wird zu Noga, Ruka wird zu Ruka, Pecemo wird zu Peciamo, Znožem wird zu Znožiem, weiters Lonac, Vianac, Pitala und so weiter. Wir sehen hier Beispiele mit langem Vokal, langem unbetontem Vokal. Der lange unbetonte Vokal zeigt immer die alte Betonungsstelle an. Alte, kurze, betonte, EO, werden diphthongiert. Wir haben daher solche Gegensätze wie Selo, ohne Diphthong, aber in der Mehrzahl Siala. Selo, Siala. Das weist darauf hin, dass ursprünglich hier ein Akzentstellengegensatz bestand. Selo gegen Sela, wie das heute im Russischen der Fall ist. Oder Kurst, Kursti, Skostiu. Gut, schauen wir uns das Konsonantensystem an. Ich mache hier nur aufmerksam auf einige Besonderheiten. Ich habe hier die Affrikaten nach der internationalen Transkription geschrieben, Z und Tsch. Die palatale Reihe ist wichtig, die ist am kompliziertesten. Wir haben hier das palatale plosive dir, tier, dann Frikative j,
und sch, affrikate tsch, und den Nasal nir, das j und lir. Interessant und wichtig zu erwähnen ist auch der Gleitlaut w, ein bilabiales w, das in bestimmten Positionen steht, nämlich nur am Wortende. Biu, Bitau, Nossiu und so weiter. Ein Vergleich: Laute und Buchstaben in der kroatischen Schriftsprache. Also J wird so transkribiert. Schauen Sie sich das kurz an. Können wir weitergeben. Ich transkribiere im Folgenden die Beispiele in so weit wie möglich in der traditionellen Orthographie, die Sie gewöhnt sind. Je, sche, tsche, nje, lje, tje und dir. Okay. Die konsonantischen Merkmale. Ein wichtiges tschakawisches Merkmal ist die Bewahrung des H. Aber es gibt Einschränkungen. Es gibt kein H am Wortende. Zum Beispiel kru, kruha, ori, oriha. Es gibt kein H in bestimmten Verbindungen. Ruschka, sranit, latsche und so fort. Ansonsten ist H erhalten. Dann, interessant ist das J vor I am Wortanfang. Wir haben hier im nördlichen Burgenland Formen wie jimmat, jist, jimme. Weiters, die Bewahrung von C in der Gruppe CR, Czörn, Czörlien, Czrischnia und so weiter. Weiters die Sonorisierung, das ist ein ganz typisches Merkmal, auf das ich hier besonders hinweise. Wir werden gleich nochmals darüber sprechen. Zum Beispiel Otadzisin, Otadzisin, Biedliert, also der auslautende Obstruent, das C wird hier zu einem stimmhaften Z, Otadzisin. Dann keine Palatalisierung von GKH in der Flexion vor I. Wir finden Formen wie Bubrigi, Ruki, Orichi und so fort. Ja, das T, das alte T, J wird zu T. Das alte D, J wird in einigen Beispielen zu J, in anderen aber zu dir. Also Meja, aber Rodjak. In der Morphologie gibt es auch einige Besonderheiten gegenüber der kroatischen Standardsprache, also Besonderheiten, die für den tschakawischen Dialekt bedeutsam sind. So denn finden wir den Lokativ Singular Maskulinum Neutrum auf I, zum Beispiel Vavrti, Nasadi, Vaurki und so weiter. Im Instrumental Singular der weiblichen A-Deklination die Endung U, Zmajku mit der Mutter, keine Erweiterung im Plural beim Maskulinum, bei den einsilbigen Maskulina, Muži, nicht Muževi, Vuki, nicht Vukovi und so fort. Die Endungen, die Kasusformen fallen im Plural nicht zusammen. Ein Beispiel sei das Paradigma von Žena. Žene, žien, ženám, ženami, žena.
Dann haben wir den Gegensatz zwischen unbestimmten und bestimmten Adjektiven. Chista gegen Chista, Uska gegen Uska und so weiter. In der dritten Person des Verbs, in der Mehrzahl immer U. Oni, dadu, nuasu, mlatu, daruju und so weiter. So, die Kroaten leben seit dem 16. Jahrhundert im Burgenland und Westungarn. So ist es natürlich, dass durch das lange Zusammenleben mit Deutschen, Ungarn, Slowaken, Tschechen es zu intensiven Sprachkontakten gekommen ist. Die Sprachkontakte spielen sich im Individuum ab. Der einzelne Sprecher, der auch andere Sprachen sprechen muss, damit er in der neuen Umgebung überleben kann, tut sich leichter, wenn er gewisse Regeln für beide Sprachen oder für mehr Sprachen verwenden kann. Solche phonetische Regeln, die das Kroatische gemeinsam mit anderen Kontaktsprachen hat, sind, ich habe hier drei angeführt. Erstens der Ausfall des H am Wortende. Das finden wir in den deutschen Dialekten ebenso. Loch wird zu lo, Dach wird zu do und so weiter. Im Kroatischen kru, kruha. Dann die Dehnung der geschlossenen Silbe. Auch das ist im Deutschen der Fall. Brat, aber brat, entstanden aus brati, pflücken. Star, gegen Standardkroatisch star. Dann haben wir die erwähnte Sonorisierung, otazisin. Diese Sonorisierung, das heißt, die stimmlosen Konsonanten werden zu stimmhaften, ist in einem weiten, zusammenhängenden Areal zu finden. Im Burgenland geschieht das im Kroatischen und Deutschen. Ein Burgenländer, Deutscher, wird sagen, vos war sie, mit auch Sonorisierung des stimmlosen S zu S, vos war sie. Wir finden dieselbe Regel im Ungarischen, in Westungarn, wir finden sie im Slowakischen und im südlichen Polnischen, in den kleinpolnischen Dialekten, um, sagen wir, Krakau gehört dazu. Das ist eine Regel für eine ganze Reihe von Sprachen. Beispiele für andere Kontakte sind natürlich die Entlehnungen, und ein typisches Beispiel sind die Adverbien als Verbalpräfixe. Solche Beispiele wie naisa doiti, zurückkommen, skupa doiti, unutra doiti, zui doiti, nutarisierti, prikseti, van isgledati, doli udrisati und so weiter. Dann Lehnwörter gibt es natürlich aus verschiedenen Sprachen. Wir werden hier einige eher alte Lehnwörter betrachten. Aus dem Deutschen: Führung, Hierat, Jerbat, Kramp, Florscha, Furlischan, Nur, Geschäft, Schuidel, Brauchert und so weiter. Es gibt zahlreiche Lehnwörter aus dem Deutschen. Aus dem Romanischen, diese Lehnwörter sind interessant. Sie wurden in der alten Heimat im Landesinneren gesprochen.
also nicht nur in Dalmatien. Romanischer Herkunft sind Wörter wie Buccia, Cimitor, Jaciti, Gaiba, Castiga, Murva, Mustaci, Pladagn, Plantat, Raza, Stimmat und so weiter. Ungarische Lehnwörter, ebenfalls ältere ungarische Lehnwörter sind Aldovati, Bantovati, Batriti, Beteg, Hassan, Oroslan, Kinch, Kip, Shantati, Kefa und so weiter. Aber es gibt auch einige orientalische Wörter, das heißt Wörter, die bereits aus der alten Heimat mitgebracht wurden, wie Bar, Barom, Bedak, Bubrig, Bubriki oder Bubrigi, Chisma, Fortuna. Fortuna ist natürlich das lateinische Fortuna, Fortuna. In dieser Bedeutung aber ist es über das Türkische ins Kroatische eingedrungen. Dann noch Heide, Sapun. Auch Sapun ist letzten Endes ein lateinisches Wort, aber es ist über das Türkische eingedrungen. Und schließlich Jep, Jirp, ein arabisches Wort, das aber bereits aus der alten Heimat mitgebracht wurde. Die zahlreichen Turzismen, die wir in erster Linie in Bosnien finden, aber auch in Kroatien, die sind im Burgenländisch-Kroatischen nicht vertreten. So, jetzt haben wir einige Merkmale der Sprache des nördlichen Burgenlands besprochen. Nun wollen wir schauen, wie schaut das in den übrigen kroatischen Dialekten des Burgenlandes aus. Wir finden das Fragepronomen Ča im allergrößten Teil des Burgenlandes. Sto finden wir hier bei den Vlachi. Das sind die schwarzen Dreiecke, aber auch hier bei den Stoji. Und auch bei den südlichen Čakavan in einigen Ortschaften. Und die Vertretung des Jat ist im nördlichen Burgenland Ikavisch, Ekavisch, also einerseits Dite, andererseits Leto oder Lieto. Im südlichen Burgenland ist das Dite und Lito. Für die Akzentuation haben wir die Beispiele Noga und Otac ausgewählt. Im nördlichen Burgenland und im mittleren Burgenland finden wir die Form Noga mit Akzentzurückziehung, und wenn der Akzent zurückgezogen wird, so wird der Vokal O nicht diphthongiert. Und daneben Otac, das heißt, der Akzent wird zurückgezogen, auch von der geschlossenen Silbe, und die ehemalige betonte Silbe wird gedehnt. Dann haben wir die schwarzen Kreise, in denen wird im ersten Fall Noga auch der Akzent zurückgezogen, aber im zweiten nicht, also Noga und Otac. Dann haben wir den Fall, dass der Akzent in beiden Fällen auf der alten Silbe bleibt, Noga und Otac, ohne Dehnung. Das ist der Fall in einem großen Teil der Mundarten des südlichen Burgenlandes. Nur in Stinac ist es anders. In Stinac hier finden wir Noga
und odots, also mit Dehnung. Jetzt betrachten wir noch das L im Auslaut des L-Partizips, des Präteritums, urslawisch böl und chtiele. Im nördlichen Burgenland finden wir im Auslaut den Übergang L zu W, also bio und dio. Ebenso im mittleren Burgenland in der Ortschaft Frankenau. Ansonsten haben wir im mittleren Burgenland überwiegend Biel und Thiel. Und wenn wir dann zum südlichen Burgenland übergehen, so finden wir in der Gruppe der vlachischen Ortschaften abweichend vom gesamten übrigen Burgenland die Form Bia. Im restlichen südlichen Burgenland Bi oder Biel. Und was die Form Chtiel betrifft, so ist das Ch des Wortanfangs in einer Gruppe von Dörfern, die hier umrandet sind, in She übergegangen. Also bei den Vlachi und in einigen Ortschaften der Stoi finden wir entweder Stiel oder Stia. Werfen wir nun einen Blick auf den tschakawischen Dialekt in Kroatien. Hier gibt es zwei Dialekte, die für uns interessant sind. Das eine ist der ikavisch-ekavische Dialekt. Den habe ich zur besseren Sichtbarmachung auf der Karte mit Gelb angezeichnet. Und der ikavische Dialekt, den ich mit rosa Farbe hier angemalt habe, damit man die Gebiete besser erkennen kann. Die Grenze zwischen den ikavischen und ikavischen Mundarten liegt etwa in der Gegend von Zadar. Und wir wissen, dass der tschakawische Dialekt in der Vergangenheit ja viel weiter verbreitet war als heute. Und wir wissen auch, dass die alte Grenze ungefähr so senkrecht auf die Küste verlaufen ist. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Verteilung der kroatischen Dialekte im Mittelalter. Der tschakawische Dialekt war damals viel weiter verbreitet als heute. Die genauen Grenzen sind uns natürlich unbekannt und man muss auch berücksichtigen, dass die Grenzen zwischen den einzelnen Dialekten sicher weniger scharf waren, als das heute der Fall ist. Der tschakawische Dialekt überschritt jedenfalls im Osten die Una und verlief durch Bosnien. Hier grenzte er an den grün eingezeichneten stokavischen, und zwar an den westlichen stokavischen Dialekt, auch tschakawischer Dialekt genannt, und grenzte hier an der Save und dann an den kaikavischen Dialekt und verlief gegen den kaikavischen Dialekt bis etwa nach Istrien, wo er an die slowenische Sprache stieß. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Schluss. Wir haben eine Reihe von tschakawischen und anderen Merkmalen
sprachlichen Merkmalen der Burgenländer Kroaten kennengelernt. Und wir wollen versuchen, wie sind diese Mundarten einzuordnen in die Karte der kroatischen Dialekte vor dem 16. Jahrhundert, das heißt vor den großen Wanderungen. Denn wir wissen, die Kroaten sind geflüchtet im 16. Jahrhundert und andere Bevölkerungsgruppen, vor allem Stokawa, sind in die verlassenen Gebiete nachgerückt, sodass die heutigen Verhältnisse ja ganz andere sind und die Dialekte nicht unmittelbar verglichen werden können. Wir haben gesagt, dass eine wichtige Rolle die Yat-Isoglosse gespielt hat, die von der Küste senkrecht auf das Landesinnere gerichtet war. Und wir können annehmen, dass links von den links von der Isoglosse sich die Ikawa, Ekawa befanden, die Dolinzi, Hazi und Polianzi, rechts von ihnen die anderen Gruppen, die südlichen Chakawa, die Stoi und die Vlachi. Wobei wir die Meinung vertreten, dass die Vlachi als einzige echt stokawische Gruppe sich etwas weiter im Osten befunden haben muss als die Stoi, die ja doch sehr viele chakawische und kaikawische Merkmale zeigen. Die Kaikawa, es gibt ja nur zwei Dörfer, die wirklich kaikawisch sprechen, befanden sich jenseits der Save. In den Dokumenten werden die Ortschaften Medjurice und Velika genannt und von dort werden sie vielleicht auch hergekommen sein. Nun, so viel. Damit kommen wir zum Ende und ich danke für die Aufmerksamkeit. Dragi profesorine Viklovski, srdečna hvala na vam vrlo zanimljivom i počnom predavanju. Sehr geehrter Professor, danke für dieses wunderbare, vor allem auch lehrreiche den Vortrag, den Sie uns gehalten haben über die Sprache der Kroaten. Sad vas pozivamo da se priključite diskusiji uživo, Zoom diskusiji prik ovoga kanala. Vi morate samo dole pojet u opis, pa se jednostavno u vašem kompjuteru pridružiti live diskusiji. Wir laden Sie herzlich ein zu einer Live-Diskussion mit dem Herrn Professor Nedeklowski. Sie können das ganz einfach machen, indem Sie am Zoom-Kanal unten bei der Beschreibung sich einklinken und an der Diskussion teilnehmen. Es würde uns sehr freuen. Lieber Wala.